Viel haben wir nicht erfahren. Obwohl wir sicher sein können, dass Ciri nicht mehr auf den Skelligen ist. Und auch nicht in Velen oder Novigrad. Sie ist verschwunden. Schon wieder. Vielleicht sollten wir nochmal durchgehen, was wir erfahren haben. Uns könnte ein wichtiger Hinweis entgangen sein. Ich hoffe, dass das so ist. Ich möchte wirklich wissen, in was sie hineingeraten ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wir holen sie da raus. Gesund und munter, versprochen. Das wollen wir hoffen. Ciris Spur ins Gellige. Wir sind ihr gefolgt und haben die Möglichkeiten ausgeschöpft. Vielleicht ist es Zeit, aufs Festland zurückzukehren. Vorher, da ist noch etwas. Etwas Wichtiges. Was denn? Treffen wir uns in Larvik, in der Kriegerhalle. Reden wir dort. Die Frage ist natürlich, was mit der Base hier tun. Sollen wir noch platt machen oder wie sieht's aus? Können wir das später machen? Tut mir leid, aber ich muss noch etwas erledigen. Tu, was du tun musst. Ich warte eine Weile in Larvik auf dich. Wenn du es nicht schaffst, sehen wir uns in Vysimar. Wir schulden dem Kaiser schließlich einen Bericht. Ciri ist unsere Sache. Nur unsere. Mag sein. Aber so war das mit Em hier nicht abgemacht. Wir müssen ihn aufsuchen. Was sein muss, muss sein. Also schön. Ohne Em hier und seine Agenten hätten wir nie erfahren, dass Ciri zurückgekommen ist. Bis dann, Yen. Pass auf dich auf. Warte. Diese Sache in Larvik, die ist mir wirklich wichtig. Ich wäre froh, wenn du dich beeilst. Okay. Haben wir dafür irgendeinen Counter oder so etwas? Das hässliche Entlein, also total anschlecht. Okay, dann sind wir hier wieder raus und das Viech gibt es ja nichts zu tun. Scheinbar nicht, wa? Verdammt. Das kann ich eigentlich noch machen, aber okay. Skial. Ja, ja, Skial. Übrigens, was mich dann noch wundert. Ich meine, Ciri ist gerade mal 21, hat er eben gesagt, von wegen, ja, ich kann noch ein paar andere Sachen beibringen. Abgesehen davon, sie war immer irgendwie auf der Flucht. Also, wo soll sie diese Dinge gelernt haben? Dann bin ich jetzt ein bisschen altmodisch. Naja. Was soll's? Rüstungen da irgendwie hier benutzen und das würde gehen. 49,60. Es fühlt sich langsam wieder. Dummerweise kann man fast sagen. Okay, wie gesagt, wir haben ein paar Quests noch offen. Was ist das Händler in Kermo? Willst du mal verarschen? Wieso ein Kermo hin? Ja, vor allem Stufe 19. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen sehr seltsam. Aber ja, dann haben wir, denke ich mal, die Frage war, sollen wir vorher noch ein paar Quests ins Gellige machen oder gehen wir direkt hier weiter? Ich würde fast sagen, dass wir noch ein paar Quests ins Gellige machen, wa? Soll es jetzt eigentlich auch nicht und. Naja, mal schauen. So, gehen wir doch jetzt. Ja, ich wollte eigentlich die Quests noch machen, aber scheinbar, nö, geht nicht und so. Die zwei Quests hier offen, der letzte Wunsch. Das finde ich auch so seltsam, Stufe 15, oder? Aber irgendwie nach Skellige Reisen ist mir so Stufe 16 ist empfohlen. Denke ich natürlich auch so, hä? Was denn jetzt los? Naja, machen wir eine Schnellreise. Ich frage mich gerade, ob das eigentlich alles in Skellige ist. Nee, nee, hier haben wir noch viel, oder? Ja, nur sei bloß eine andere Karte. Beziehungsweise eine andere Insel von der ganzen geligen Lage und so weiter und so fort. Aber ich habe gar keinen Point. Interessant. Meine Nase juckt schon. Schon wieder, Entschuldigung. Ja. Normalerweise kann ich es ja verhindern oder so, oder beziehungsweise auf später verteilen, aber diesmal ging es leider nicht mehr. Sorry! Triff Jennifer da, eine Sache, die ja sehr wichtig ist. Naja, eine Art Schäferstündchen kann es eigentlich nicht sein, also doch natürlich schon, bei Jennifer kannst du dir alles vorstellen, aber sagt ja, es sei ja extrem wichtig, also ist das eigentlich eher
Sagen wir so, ich glaube es eher weniger. Oh, der würde kurzen Prozess machen mit dem Biest. Okay, sehr schön. Jetzt sind wir hier. Wir haben hier noch ein paar Dinge zum Verbessern. Zack, verbesserte Rüstung. Dankeschön. Zutaten sammeln. Bei Svan hätten wir noch eine Quest offen. Bei ihm auch. Naja, vielleicht später mal gucken. Das Anschlagbrett, okay. Schwerter auf dem unserem Dorf und Hochmann die zurück. Du hast heiligen Boden geschändet. Die Götter werden dir niemals vergeben. Stell dich zum Teufel, Hexe. Sie ist beliebt wie eh und je. Du hast echt ein Talent, Freunde zu finden. Die haben mich provoziert. Hab ich gesehen. Du wolltest mit mir über etwas sprechen. Amos war Ipsis, ein Experte für Djinns. Schon mal von ihm gehört? In der kaiserlichen Bibliothek habe ich sein Buch gefunden. Er ist eines Tages nach Skellige aufgebrochen und wurde nie wieder gesehen. Ich habe ein paar Leute hier nach ihm gefragt. Manche erinnern sich noch an ihn. Warum interessiert er dich? Djinns können gefährlich sein und sind immer hinterhältig. Ich weiß, aber die Vorteile überwiegen das Risiko. Wenn ich einen Djinn zähmen kann, bedeutet das unglaubliche Macht. Das könnte uns eines Tages nützlich sein. Weißt du, wo du suchen musst? Nach dem Magier und dem Djinn? Die Leute hier sagen, sie hätten Amos Schiff zuletzt vorhin das Fjall gesehen, kurz bevor ein Jahrhundertsturm losbrach. Dann werden wir sie kaum finden. Der Magier ist jetzt sicher Fischfutter und der Djinn ist auf und davon. Nicht unbedingt. Und selbst wenn, ohne einen Beweis gebe ich nicht auf. Hilfst du mir? Ich kann dir kein Gold anbieten, aber ich werde dir auf ewig dankbar sein. Oh Mann, ey, der Blick. Wenn das so ist, dann helfe ich dir eben. Ich danke dir. Im Hafen wartet ein Boot auf uns. Komm. Ei, ei, Ma'am. Ja, wir können ja echt nichts abschlagen, also ich glaube, das wird auch so bleiben. Djinns, Moment mal, so ein Djinn hat doch damals... Hast du schon alles vorbereitet? Ja. Woher wusstest du, dass ich ja sagen würde? Ich wusste es nicht, aber ich wollte es riskieren. Ja, weil ein Djinn hatte damals ja auch, also... Ich glaube, es war doch ein Djinn, oder? Damals die Schicksale von Geralt und Yen verknüpft halt. Das hier zumindest, glaube gemäß dem Roman, seine große Liebe ist, obwohl es eigentlich auf magische Art und Weise passiert ist. Und viele sagen ja auch, deswegen sei Yennefer eben seine, ja, magische oder auf magische Art und Weise große Liebe und Triss seine richtige große Liebe, oder natürliche halb von mir aus. Ist ein bisschen... Wenigstens einmal könntest du die Initiative ergreifen. Würdest du das denn zulassen? Das käme ganz drauf an. Oh Mann, ey. Du. Naja. Wir schauen mal, was sich ganz entwickeln wird. Mit Yen, Triss und Geralt, dieser Dreiecksbeziehung. Natürlich Ciri, weil sie steht ja scheinbar auf Frauen, oder könnte es sein, wie auch immer. Das Schiff mit dem Djinn ist irgendwo hier gesunken. Nicht gerade sehr präzise, die Spur. Ich wirke einen Zauber auf unser Boot. Dann wissen wir, ob unter uns irgendwelche Wracks liegen. Also gut, ran an die Arbeit. Was dagegen, wenn ich steuere? Hab ich denn eine Wahl? Nein. Na also... Das ist eine richtige Nussschale hier. Sag mal, wir sind verarschen, Geralt. Dankeschön. Geralt, wie lange soll ich noch warten? Können wir endlich los? Der macht doch. Ich bin noch an Bord. Geht auch nicht. Hey, wollen wir verarschen? Ich kann nichts machen. Hallo?
Steigst du jetzt ein oder nicht? Ja, bin doch da. Ist das ein Bug, Freunde? Ja, jetzt. Ich weiß nicht, ob die Sache mit dem Djinn so eine gute Idee ist. Wir haben schon einmal einen erwischt. Weißt du nicht mehr? Doch, klar. Rittersporn hat dabei fast seine Stimme verloren. Zum Glück hat dein Exorzismus sie gerettet. Das war sehr poetisch. Ja, woher hätte ich denn wissen sollen, dass die Beschwörung Hau ab und fick dich selbst bedeutet? Hättest du mal Fremdsprachen gelernt. Ziehst du mich jetzt den Rest meines Lebens damit auf? Natürlich. Dein letzter Wunsch hat dir genau das gesichert. Ich habe mir gewünscht, dass wir immer zusammenbleiben und nicht, dass du dich über jeden meiner Fehler lustig machst. Pass auf, was du dir wünschst. Und wenn dein Wunsch in Erfüllung geht, musst du ihn mit allen Konsequenzen akzeptieren. Natürlich. Und was deine Fehler angeht, ich wüsste nicht, warum ich nicht darüber lachen sollte, wenn sie amüsant sind. Da ist irgendwas. Auf dem Grund, hier ist es zu tief. Du kannst nicht so lange tauchen. Du unterschätzt mich. Andererseits, darum habe ich dich um Hilfe gebeten. Ich wirke einen Zauber. Er wird deinen Herzschlag für kurze Zeit verlangsamen, damit du länger unter Wasser bleiben kannst. Esat ech krüde erütaun. Danke. Sei vorsichtig da unten. Wie ist das Bad? Ist das Wasser warm genug? Sehr witzig, Jen. Sehr witzig. Und, wie läuft's? Jen, ich hasse es, wenn du meine Gedanken liest. Streng genommen tue ich das gar nicht. Ich nutze Telepathie. Außerdem hast du doch nichts zu verbergen, oder? Und falls doch, würde ich's bestimmt nicht zugeben. Zu verteidigen? Ja, ganz toll, die Armbrust. Siehst du irgendwas Interessantes? Ein Schiffswrack und eine Höhle. Da werde ich mal reinschauen. Ja, Gott, das bringt nichts. Von wegen verbesserte Rüstung. Zerfetzte Planken und einen ganzen Schwarm Ertrunkener. Wahrscheinlich wurden sie von den Leichen der Besatzung angelockt und jetzt haben sie hier ihr Nest. Da ist auch eine Galionsfigur vom Clan Brummer. Das ist das falsche Schiff. Komm wieder hoch. Wie soll das machen? Wollt ihr mich killen? Man, das irgendwie spuckt die Steuerung hier gerade ein bisschen. Man, heißt auftauchen, halte B, dann mach ich doch die ganze Zeit. Das war echt lahmarschig unterwegs. Alter! So, aber erst was zu fressen. Und wohin jetzt? Wo uns die Spur hinführt. Also echt unter Wasser kämpfen ist echt ein bisschen scheiße. Und wenn wir den Djinn finden, was dann? Wünschst du dir ein schönes Haus, einen Palast und eine Krone? Reden wir noch immer über den Djinn oder sind wir jetzt bei einem sprechenden Fisch gelandet? Eigentlich ist das ja egal. Beide erfüllen Wünsche. Was sind deine? Das wirst du noch früh genug erfahren. Okay. Da
ist etwas. Noch ein Wrack. Mal sehen, ob unser Djinn da unten ist. Ja, bitte keine Ertrunkene mehr. Geralt, tauchen! Hier ist ein Wrack. Es liegt schon eine Weile da. Das Holz ist morsch. Sieh dich um, aber pass auf. Such nach irgendwas, was es als das Schiff des Magiers identifiziert. Wunderschöne Handwerkskunst. Was hast du denn gefunden? Ein Kriegshorn mit dem Abzeichen vom Clan Haymay. Hier oben noch irgendwas gefunden? Mann! Geralt, guck es dir an! So, jetzt aber. Der Schild eines Skelligers mit Symbolen vom Clan Haymay. Donas Clan. Dona hat noch in die Windeln geschissen, als dieser Schild hier gelandet ist. Das Langschiff gehörte dem Clan Dunu. Jen, ich glaube nicht, dass eines dieser Boote dem Magier gehörte. Das sind alles gesunkene Langschiffe. Dann komm zurück. Wir müssen woanders suchen. Zu Befehl, Ma'am. Wow. Es ginge noch schneller, wenn du mir hier unten helfen würdest. Was ist das denn, Viech? Von hier oben alles im Blick. Ja, so wie damals, als wir den goldenen Drachen gesucht haben und eine Lawine uns erwischt hat. Als ich mich an den Überresten einer Brücke festgehalten habe und du an meinem Latz hingst und die Aussicht genossen hast, du erinnerst dich? Der Abgrund war wirklich atemberaubend. Die rauschenden Bäume, der Bach in der Tiefe. Ja, ich weiß noch. Aber was ich vor der Nase hatte, fand ich noch besser. Jen! Mit diesen Felsen da stimmt irgendwas nicht. Und da ist etwas am Grund. Ich sehe mir das mal an. Naja. Kann vielleicht sogar irgendwie schon am Ende der Quest angelangt sein. Oder zumindest mal am richtigen Ort. Jetzt wäre spannend, ich glaube, ein bisschen klüger. Naja, spring mal über. Hä? Verarschen? Oh, Alter! Einfach so ein paar Haie. Siehst du irgendwas? Irgendwas wird dem nicht gerecht. Ein riesiger Krater, als wäre hier ein Meteorit eingeschlagen. Das muss ich sehen. Kommst du auch ins Wasser? Nein, ich wirke noch einen Zauber, damit ich mit deinen Augen sehen kann. Entspann dich. Ey, su, fete, bei dem, en echte ilvaid. Das ist kein Meteoritenkrater. Was denn dann? Der Effekt einer Teleportation. Irgendeine Macht hat einen Teil des Meeresbodens samt Felsen und allem im Teleportationsbereich herausgeschnitten. Ich habe schon immer gesagt, Portale wären gefährlich. Mann, ey! Auf der richtigen Spur. Such nach komm, da bringt nichts, Leute, das ist zu doof. Na gut, aber geh mir erst aus den Augen. Ist einfach zu eng für uns beide. Ey, so, fete bei dem, en echte Invaid. Sind die machen mir gar keinen Schaden. Kein Djinn in Sicht, aber hier ist was anderes, das dir gefallen dürfte. Nämlich? Ein halbes Siegel. Das ist gut. Komm wieder hoch. Ich bin noch gar nicht fertig hier. Silber, mit Perlen besetztes Besteck. Dieses Schiff muss einen verdammt reichen Eigentümer gehabt haben. Amos war nicht arm. Gut möglich, dass es sein Schiff ist. Irgendwas hat diesen Korb in genau zwei Hälften geschnitten.
Und treffen wir diese dämlichen Sirenen noch. Mann, nee, aber unter Wasser kämpfen ist echt doof. Dann müsste ich die Bolzen so sehr verstärken, dass sie direkt mit einem Treffer killen kann, oder zumindest mit zwei oder so, weil sonst viel häufiger triffst du sie eh nicht. So, bitte aus dem Weg gehen. Was ist das hier? Ich habe nur eine Hälfte gefunden. Kannst du damit was anfangen? Ich kann damit die andere Hälfte finden. Innerhalb von einem Dutzend Metern. Und sobald wir die haben, dürften wir auch den Djinn finden. Exakt. Bereit? Bei drei bringe ich uns dorthin. Nein, nicht noch ein Portal. Hör auf zu jammern. Eins, zwei... drei. Du hast gesagt, dass es auf drei losgeht. Schon passiert. Schau, wir müssen die Gegend absuchen. Yen, nicht so schnell. Sag mir erst, was das überhaupt soll. Wozu brauchst du diesen Djinn? Aber das weißt du doch längst. Die Macht eines Djinns ist für Magier absolut unbezahlbar. Das weiß ich, aber ich will wissen, wofür du sie einsetzen willst. Du würdest all das nicht machen, wenn es nicht wichtig wäre. Du hast recht. Es ist wichtig. Sehr wichtig sogar. Ach, wie lange geht das jetzt schon, Geralt? Die Sache zwischen uns. 15 Jahre? 20? Immer wieder trennen wir uns und kommen dann wieder zusammen. Irgendetwas zieht uns zueinander hin, ja. Aber ich kann nicht sagen, ob es ein echtes Gefühl ist oder nur ein Streich des Djinns. Also darum geht's, um meinen letzten Wunsch. Du hast dir vom Djinn gewünscht, uns für immer zu verbinden. Ich will, dass er diesen Wunsch zurücknimmt. Warum willst du das? Weil ich wissen will, wie es sich ohne anfühlt. Ob wir uns dann immer noch was bedeuten oder nicht. Und wenn ich's gar nicht wissen will? Tut mir leid, du hast keine Wahl. Komm. Suchen wir das Schiff. Gefunden. Amos war wohl ziemlich exzentrisch. Hat er den Djinn gebeten, die Hälfte seines Schiffs auf einen Berg zu hieven? Nicht unbedingt. Djinns sind ziemlich durchtrieben. Vielleicht hat dieser hier den Wunsch erfüllt und dabei verdreht. Wenn das so ist, dann wäre es mir lieber, du würdest dir nicht wünschen, dass ich aus deinem Leben verschwinde. Ich muss mir noch überlegen, wie ich den Wunsch formuliere. Wir sollten das Schiff untersuchen. Ja, ich bin dabei, bin dabei. Nichts Interessantes. Schade. Ja, eine Schere. Ist nichts. Wo könnte sonst noch etwas sein? Interessant. Makamahose. Okay. Jetzt schauen wir noch in der Mysterien. Agnes von. Ja, jetzt schauen wir noch interessante Dinge drin. Zwergenklinge, nö. Eine leichte Rüstung, besser als unsere aktuellen Stiefel. Naja, wieso eigentlich nicht, wa? Mal gucken, was mache ich da am besten rein. Vielleicht den hier, wa? Chance vergiften brauche ich eigentlich nicht, obwohl na steht wir sicher nicht, aber nee, machen wir nur zwei. Dritten lass mal noch. Du weißt nie, was noch alles
dazu kommen könnte, um es mal wieder etwas abwerfen. Ja. Schicke Schuhe. Sieht aus, als wäre der Zusammenstoß hier dem Berg so stark gewesen, wohl, dass hier jemand aus den Latschen gekippt ist. Aufnehmen, alle wollte ich bloß machen. So. Was mag das wohl bedeuten? Blut. Da wurde jemand übers Deck gezogen oder die Spur wurde hinterlassen, als das Schiff auf die Seite gekippt ist. Hier gibt es nichts Interessantes. Nichts Interessantes. Schade, schade, schade. Das Imperium der Elemente von Gian Battista. Wenn hier auch nichts ist. Hilfe! Das ist jetzt noch mehr als knapp, ey. Ja, das sucht doch schon, aber auf dem Mast oder wie? Ja, zeig mir an in der Nähe, aber am besten will ich sehe hier nichts. Wir sollten das Schiff untersuchen. Ja, was meinst du, mache ich die ganze Zeit, Jen? Meine Güte. Betäuben. Verkaufen war er stark genug. Was haben wir hier noch interessant? Ein paar starke Schwerter und so. Naja. Dort hinten, hab ich gar nicht gesehen. Wow. Was mag das wohl bedeuten? Was mag das wohl bedeuten? Ja, ist das nicht oder wie? Verdammt, wie groß ist das Schiff gar nicht mehr, Leute? Was soll ich jetzt machen? Die Folgebände sind fast ein bisschen fies. Was mag das wohl bedeuten? Blut. Da wurde jemand übers Deck gezogen oder die Spur wurde hinterlassen, als das Schiff auf die Seite gekippt ist. Tja, da ist auch nichts. Dann zeigt mir dort auch irgendwie an, also auf der Minimap zeigt er mir an, dass darüber, also sprich, ja, auf dem Deck halt, aber das kann keine Zeit, waren dort schon überall. Hier gibt es nichts Interessantes. Nee, ich habe das Gefühl, das Spiel verarscht mich gerade ein bisschen. Was zum Henker, ey. Wir sollten das Schiff untersuchen. Versuche doch schon, aber sehe hier nichts. Ich habe alles schon gemacht, hier gibt's nichts mehr. Ja, ich habe keine Ahnung, Leute. Wie gesagt, ich habe schon alles durchsucht und so. Hier schimmert nichts mehr rot, habe ich alles schon gemacht. Von dem würde ich mal sagen, wir sollten mal offscreen ein bisschen was ausprobieren. Ich kann mir die Kiste unten verschieben und so in der Art. Ansonsten geht es beim nächsten Part hier weiter bei The Witcher 3 Wild Hunt und wir hoffen, dass wir den Djinn mal finden und mal gucken, was wir hier noch so alles herausfinden. Wir sollten das Schiff untersuchen. Ja, genau, da bin ich ja, wie gesagt, schon dran. Dass auch noch etwas ist. Gut, ich meine, der Bereich ist ziemlich groß hier. Ich will da draußen eigentlich nichts untersuchen, nachher sein soll. Ich fürchte, falls er muss, war. Da geht es da tief runter. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen!